Martin Legner, komme aus Tirol, Mils und habe meinen Unfall 1988 gehabt und spiele Rollstuhltennis seit 1989 und ja, spiele um die über 20 Turniere weltweit plus nationale Meisterschaften, nationale Mannschaftsmeisterschaften, Masters, World Team Cup und ein paar Exhibition und ein paar Einladungsturniere noch dazu. Also das ganze Jahr rund geht es um den Sport. Ich habe mich zuerst im Reha-Zentrum Bad Hering rehabilitieren lassen nach dem Unfall und da hat man halt verschiedene Sportarten angeboten bekommen und diese Sportart im Rollstuhltennis hat mir dann am besten gefallen und seitdem bin ich eigentlich beim Behindertensportverband. Meine größten Erfolge, das sind einmal, ich habe im Doppel 187 internationale Turniersiege und im Einzel habe ich 67 Turniersiege, internationale und ein paar österreichische Meister und österreichische Meistersieger im Einzel- und Doppelmannschaftsmeister. Ja, das sind also die größten Erfolge. Im Doppel halt dreimal Meistersieger, das sind so die Weltmeisterschaften am Ende vom Jahr und das war's. Ja, zweimal Zweiter noch. Die Vorbereitung schaut so aus, dass ich eigentlich so wie die Jahre davor eigentlich viele Turniere spiele weltweit und versuche eigentlich meine Position zu halten, was mir heuer eigentlich nicht so gelingt, weil ich ein bisschen verletzt war. Aber es kommen viele Junge nach und ich versuche mein Bestes zu geben und versuche natürlich nach London zu kommen.